Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie heute alle bei uns sind. Das freut mich sehr. Und ich möchte Sie in den nächsten Minuten mitnehmen auf eine Reise und auf eine gemeinsame Reise zur Dekarbonisierung eines Bestandsgebäudes. Und ich möchte auf dieser Reise zeigen, wie man mit Software oder wie Software eine Dekarbonisierung eines Bestandsgebäudes unterstützen und begleiten kann. Weil Software und ESG-Management ist nicht nur ein Match, it's a perfect match. Und bevor wir damit starten, würde ich aber nochmal den Blick auf das große Ganze legen. Wir haben darüber gesprochen, warum wir heute hier in dieser Runde eigentlich alle da sind. Und ich glaube, da treibt uns eines gemeinsam an, nämlich die Welt da draußen nachhaltiger und effizienter zu gestalten und auch unsere Immobilien nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Es treibt uns aber noch was Zweites an, und zwar, dass sich durch ESG eigentlich der Arbeitsalltag unser aller verändert hat. ESG ist zum zentralen Einflussfaktor für das Risikomanagement von Immobilienprojekten geworden. Und diesen Einflussfaktor, den gilt es zu managen. Der hat neue Anforderungen, neue Herausforderungen. Und die gilt es im operativen Arbeitsalltag auch zu lösen. Und wenn man über diese Anforderungen spricht, dann landet man relativ schnell bei dem Thema Regulatorik. Und wenn ich bei Regulatorik lande, dann höre ich immer das Thema Taxonomie und Offenlegungsverordnung. Das sind zwei Themenbereiche, die aus dem EU-Aktionsplan abgeleitet wurden, um eben die Pariser Klimaziele zu erreichen. Sie spannen aber lediglich den regulatorischen europäischen Rahmen. ESG bedeutet mehr als nur Taxonomie und SFDR. Wir haben auf einer Ebene ganz andere regulatorische Themen, die uns als Branche viel, viel unmittelbarer eigentlich mit dem Thema Risikomanagement konfrontieren, als es Stand jetzt die Taxonomie und die Offenlegungsverordnung tun. Wir haben da zum einen die Überarbeitung der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie im Bereich Wohnen. Die Energieeffizienzklassen F, G und H sollen bis 2033 auf den Gebäudeenergiestandard E modernisiert werden im Bereich Wohnen. Das sind in Deutschland 45% aller Wohngebäude. Warum wird das gemacht und warum wird die EU das auch entsprechend durchpushen? Diese 45% der Wohngebäude stehen für 70% der Treibhausgasemissionen aller Wohngebäude. Dann ein zweites Thema, was jetzt auch durch die Ampelkoalition entsprechend verabschiedet wurde, das Thema CO2-Lastenverteilung im Wohngebäudebereich. Das heißt, dass ich mir künftig als Wohnungseigentümer anschauen muss, wie gut ist denn der energetische Zustand meines Gebäudes, und abhängig davon, konkret abhängig von dem CO2-Fußabdruck, darf ich nur noch einen bestimmten Anteil meiner CO2-Kosten auf den Mieter umlegen. Dann auf dem Vormarsch ist auch die Solarpflicht auf EU-Ebene wie auf nationaler Ebene. Die ersten Bundesländer haben die Solarpflicht bereits eingeführt, im Bereich Neubau insbesondere und im Bereich Nichtwohnen. Aber man sieht auch schon die ersten Solarpflichtthemen im Bereich Bestandsgebäude, die kommen auf die Straße. Und man kann davon ausgehen, dass das auch deutschlandweit, aktuell ist es ein kleiner föderaler Flickenteppich noch, aber dass das deutschlandweit sicherlich ein zentrales Thema wird. Und dann auch das Thema Öl- und Gasheizungen. Auch dort eben ab dem 01.01.2026 ist ein Neueinbau von Öl- und Gasheizungen nicht mehr möglich. Auch da soll natürlich der Einbau von regenerativen Energieträgern gefördert werden. Und das ganze Thema Regulatorik wird begleitet durch globale Marktentwicklungen. Zum einen, und das ist, glaube ich, wichtiger denn je in der aktuellen Zinspolitik, dass das Thema ESG und Finanzierungskonditionen korreliert. Das heißt, die ersten Banken, die auch offenlegungsverordnungspflichtig sind, die honorieren auch entsprechende Finanzierungskonditionen ESG-konformer Immobilienobjekte. Das heißt, ich profitiere hier auch eben als Eigentümer, als Asset Manager oder auch Entwickler davon, dass ich künftig hier bessere Finanzierungskonditionen bekomme. Oder andersrum, wenn ich es nicht mache, bekomme ich höhere Finanzierungskonditionen. Das Thema Energiekosten, wir haben es eingangs schon gesagt, ist ein großer Treiber. Das sind Zahlen hier, die ich mitgebracht habe, noch aus dem Q1 2022. Die sind längst überholt. Ich habe gelesen, dass jetzt im Jahresvergleich mittlerweile der durchschnittliche Haushalt in Deutschland über 60% höhere Energiekosten hat. Bedeutet aber auch für jedes Gebäude da draußen, dass natürlich das Thema Energieeffizienz auch hier in die Attraktivität einspielt. Das heißt, sowohl für Mieter als auch für Käufer sind energieeffizientere Gebäude deutlich attraktiver. Und dann last but not least, und da ein herzliches Dankeschön an die Kollegen von PwC, die uns diese Zahlen vor ein paar Monaten publiziert haben. Man sieht hier ganz klar eine Korrelation zwischen der ESG-Performance und dem Marktwert einer Immobilie. Hier gibt es genau dieses Premium. Habe ich eine sehr gute ESG-Performance, kann ich überdurchschnittlich hohen Marktwert erzielen, habe ich sie nicht, das heißt, bin ich auf dem Thema ESG generell schlecht aufgestellt, dann habe ich mit einem Marktabschlag, mit einem Discount zu rechnen. Was man an dieser Grafik aber auch noch sieht, ist, dass der Markt noch im Ungleichgewicht ist. Das heißt, eine gute ESG-Performance wird stärker honoriert, als eine schlechte ESG-Performance bestraft wird. Und klare Hypothese ist, das wird sich ausgleichen. Und Hypothese auch,
schlechtere ESG-Performance wird nochmal härter bestraft als die jetzt hier angelegten -10%. Und das bringt uns eigentlich zu einer Korrelation, nämlich dass ESG und Finanzdaten sehr, sehr stark zusammenhängen. Und das sehen wir als die Gleichung der Zukunft, die es zu lösen gilt. Der Erfolg von Immobilienprojekten hängt eben zukünftig nicht nur von einem erfolgreichen und guten Finanzmanagement zusammen, sondern auch von einem guten ESG-Management. Und nur wer es schafft, diese Gleichung gut zu lösen, wird auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Und das haben wir uns als Alasco auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen, wie wir es nennen, das magische Dreieck als Softwarelösung lösen und auch unsere Kunden dabei unterstützen, dieses integrierte magische Dreieck bestmöglich auch auf die Straße zu kriegen. Das magische Dreieck besteht aus ESG-Daten, aus dem Verkehrswert einer Immobilie und Investitions- und CapEx-Kosten. Diese drei Determinanten, die beeinflussen sich wechselwirkend. Da habe ich eine bescheidene ESG-Performance, sinkt der Verkehrswert meiner Immobilie. Also muss ich investieren, um wiederum eine bessere ESG-Performance zu erreichen, um den Marktwert der Immobilie auch zu steigern. Und dieses magische Dreieck gilt es zu managen und klare Hypothese von uns ist, nur wer es schafft, eben dieses magische Dreieck integriert zu lösen, der wird auch wirtschaftlich erfolgreich sein. So, das ist unsere Mission und jetzt ein Stück weit in Richtung Umsetzung. Wir wollen es anfassbar machen. Wie machen wir das? Für uns steht da ein Zyklus, den es für ein gesamtheitliches ESG-Management prozessual zu durchlaufen gilt. Die erste Phase ist erstmal, sich mal einen Überblick zu verschaffen über die Analyse, über die ESG-Performance meiner Objekte und potenzielle Risiken zu identifizieren. Ja? Das heißt, im ersten Schritt den CO2-Fußabdruck zu messen, ein GRASP-Scoring durchzuführen oder auch ein Eco-Scoring, um eben auch zu schauen, wie gut oder wie schlecht steht denn mein Immobiliengebäude, aber auch mein Portfolio da. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, naja, jetzt weiß ich, was meine ESG-Performance ist. Wie kann ich diese denn optimieren? Welche Maßnahmen kann ich ableiten, um die ESG-Performance, um den CO2-Fußabdruck meiner Immobilie zu verbessern? Und was wir dort sehen, ist eben nicht nur zu sagen, pass mal auf, du kannst jetzt hier deine LEDs einbauen, sondern wir wollen im Prinzip Maßnahmen ableiten und den Kosten-Nutzen-Faktor jeder einzelnen Maßnahme auch bestimmen, um Maßnahmen quantifizierbar und priorisierbar zu machen. Das heißt, bei jeder Maßnahme zu sagen, wie viel CO2 kann ich mit dieser Maßnahme im Gebäude einsparen und was kostet mich diese Maßnahme. Und auf Basis dieses Kosten-Nutzen-Faktors kann ich eben die entsprechenden Maßnahmen bewerten und auch priorisieren. Wir schauen uns das gleich mal im Detail an. Das ist der zweite Schritt. Und dann schließen wir die Lücke oder schließen wir die Brücke zwischen Ökologie und Ökonomie und setzen die entsprechenden Maßnahmen auch in Alasco direkt um. Das heißt, die hier in Schritt 2 definierten Maßnahmen, zum Beispiel ich installiere eine PV-Anlage am Dach oder ich tausche meinen Wärmeerzeuger aus, die können dann als CapEx-Projekte bei uns in Alasco direkt kaufmännisch umgesetzt werden. Das heißt, sie können budgetiert werden, beauftragt werden, die Auftragskonditionen können hinterlegt werden, die Rechnungen des Auftragnehmers können automatisiert eingelesen werden und man hat am Ende des Tages ein integriertes Kostencontrolling. Und das ist genau im Prinzip der vierte Schritt, dass ich dann auch sage, was habe ich mir von den in Schritt 2 definierten Maßnahmen erhofft, was hat mich das am Ende auch in der Umsetzung in Schritt 3 gekostet und dann habe ich im Prinzip ein ökologisches wie ökonomisches Controlling im letzten Schritt und aus unserer Sicht gilt es eigentlich, diesen Kreislauf stetig zu durchlaufen, um eben ganzheitlich zu jedem Zeitpunkt im Prinzip das ökologische wie ökonomische Management integriert zu verheiraten. Und wir haben diese Lösung nicht nur allein entwickelt. Wir haben das insbesondere mit Blick auf ESG und CO2 mit namhaften Kooperationspartnern entwickelt. Das heißt, wir haben hier uns mit Forschungsinstituten zusammengetan, um eben nicht nur Modelle zu entwickeln, sondern eben auch Heuristiken, die auf Basis von Hochrechnungen basieren und eben auch die Möglichkeit bieten, dass dort, wo Daten fehlen, eben mit Heuristiken und Modellierungen, die wissenschaftlich eben auch begründet sind, entsprechende Hochrechnungen zur Ableitung auch abbilden lassen. Ein großer Kooperationspartner an der Stelle ist die TU München, mit deren Lehrstuhl wir hier sehr eng kooperieren. Wir haben auch eine enge Kooperation mit dem Institut für Wohnen und Umwelt und im Prinzip bündelt unsere Softwarelösung an der Stelle auch die akademischen Grundlagenarbeiten der einzelnen Forschungsinstitute. Und jetzt würde ich Sie mitnehmen auf eine Reise. Wir wollen nämlich dieses Beispielgebäude, das Alasco Office, das wollen wir in den nächsten Minuten gemeinsam dekarbonisieren. Das ist ein Gebäude, der eine oder andere von Ihnen mag es vielleicht schon kennen und war sogar schon drin. In der Leopoldstraße hier in München ist ein Büro aus dem Jahr 2000, wurde im Jahr 2010 nochmal modernisiert. Die entsprechenden Flächenangaben sehen Sie und was wir in den nächsten Minuten machen wollen, ist, wir wollen den CO2-Fußabdruck dieses Gebäudes ermitteln und dann eben auch Maßnahmen gemeinsam ableiten, wie dieser CO2-Fußabdruck auch optimiert werden kann. Und ich würde jetzt mich genau an diesem Kreislauf mit Ihnen orientieren und gehe erstmal in die Analysephase. Der erste Schritt ist die Analyse des CO2-Fußabdrucks in eine fiktive Reise durch unser Tool. Das startet natürlich mit dem entsprechenden Login.
Und ich sehe jetzt hier schon mal als Bestandshalter mein aktuelles, sehr feines Portfolio aus verschiedenen Assets, in der ich jetzt im ersten Schritt mein Asset, das Alaska Office in der Leopoldstraße, hinzufüge. Das tue ich, indem ich hier oben rechts auf Asset hinzufügen klicke, und dann würde ich jetzt eben hier die entsprechenden Angaben, die wir vorhin schon mal gemeinsam gesehen haben, vervollständigen. Das heißt, ich habe hier ein Büro aus dem Jahr 2000 mit Baujahr im Bestand, und die entsprechenden Flächenangaben hier mit BGF und NGF sind vervollständigt. Das ist der erste Schritt, sodass ich jetzt im Prinzip hier mein Portfolio bereits eben auch sehr leicht verfügbar habe. Hier sieht man auch schon auf der rechten Seite, grün-rot hinterlegt, die sogenannten Stranded Asset Zeitpunkte. Ich denke, dass die meisten von Ihnen was sagen. Das ist im Prinzip ein Punkt, in dem ein Asset eben den sogenannten Dekarbonisierungspfad überschreitet und Gefahr läuft, auch signifikant an Wert zu verlieren. Und ich würde jetzt eben hier auf den Alaska Office, das ist in der ersten Zeile hier auch hinterlegt, auf Berechnen klicken, weil ich jetzt natürlich den CO2-Fußabdruck meiner Immobilie hier ermitteln möchte. Und das tue ich und bin jetzt im sogenannten CO2-Monitor von Alaska, der eben die Möglichkeit bietet, hier den CO2-Fußabdruck zu ermitteln. Ich entscheide mich jetzt hier auf den Button Neues Jahr hinzufügen zu klicken und lande jetzt im Prinzip in der ersten Maske, wo ich sage, ich möchte für das Jahr 2022 meinen CO2-Fußabdruck ermitteln und gebe meinen Gebäudezustand an. Und da kann ich wählen zwischen einer qualitativen Einordnung meines Gebäudezustands von sehr gut bis sehr schlecht. Das sind qualitative Kriterien des IWUs, die hier hinterlegt werden, wo ich mal so ein bisschen auf einer qualitativen Ebene schauen kann, wo würde ich denn meine Immobilie einsortieren. Die sind wiederum Basis für jegliche Verbrauchshochrechnungen. Und da jetzt wir im Jahr annehmen, dass das Gebäude im Jahr 2010 nochmal signifikant modernisiert wurde, auch mit Blick auf den energetischen Zustand, gehen wir jetzt einfach davon aus, dass wir einen guten Gebäudezustand haben. Das würde bedeuten, für die, die es nicht lesen können, ist ein energieeffizienter Neubau nach NF 2009. Und genau das wähle ich jetzt hier aus, den Gebäudezustand gut. Und jetzt lande ich im Prinzip schon auf meiner sogenannten Strecke, wo ich zur Ermittlung des CO2-Fußabdrucks hier lediglich im Prinzip drei Komponenten vervollständigen muss, nämlich die Erfassung meiner Wärmedaten, Verbrauchsdaten oder Hochrechnungen, die Erfassung meiner Stromdaten, Verbrauchsdaten oder Hochrechnungen und wenn ich eine PV-Anlage zum Beispiel am Dach habe, auch die erneuerbaren Energien, die ich hier erfassen kann. Und genau das tun wir jetzt. Erster Schritt ist im Prinzip, die Wärmeverbrauchsdaten hier zu hinterlegen. Ich habe jetzt hier beispielhaft eine Ölheizung. Ich kenne die Verbrauchsdaten, deswegen gehe ich auf keine Hochrechnung und würde jetzt hier eben die zentrale Ölheizung, die bei mir im Keller ist, einmal anlegen mit einem Wärmeverbrauch von 56.000 Kilowattstunden. Das Ganze wird versehen mit einem Emissionsfaktor, der steht hier auf der rechten Seite. Der wird von uns vorgeschlagen, der kann überschrieben werden, wenn Sie auf Ihrer Verbrauchsabrechnung eben die entsprechenden Kennwerte haben. Wir geben hier einmal die Empfehlung, auch den bundesweiten Emissionsfaktor für den Wärmeerzeuger Öl auch zu verwenden. Und an der Stelle hätte ich dann auch schon die Wärmedaten erfasst. Zweiter Schritt ist dann von oben nach unten die Erfassung der Stromdaten. Hier gehe ich jetzt davon aus, dass ich ein klassisches Problem habe. Ich habe die Stromdaten meiner Mieter nicht. Deswegen gehe ich auf die Hochrechnungen und hier muss ich lediglich auswählen, ob ich einen Ökostromtarif im Haus nutze oder eben nicht. Wir gehen jetzt hier davon aus, dass eben kein Ökostrom genutzt wird. Dann speichere ich das Ganze und hier wird dann eben auch der entsprechende Stromverbrauch des Gebäudes hochgerechnet. Das sind verifizierte Hochrechnungen vom IWU. Und wir geben hier auch den Emissionsfaktor, den durchschnittlichen Emissionsfaktor für den Standort Deutschland an, sodass ich jetzt im Prinzip mit meiner Erstanalyse schon am Ende bin. Ich klicke jetzt hier oben rechts auf CO2-Monitor und bekomme mit wenigen Klicks, und Sie haben es jetzt selber gesehen, wahrscheinlich in gut 3,5 Minuten eine erste Indikation darüber, was der CO2-Fußabdruck meiner Immobilie ist. Und der wird auch gebenchmarkt. Was ist das Ergebnis des Ganzen? Der CO2-Fußabdruck meiner Immobilie ist hier 72 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter. Wenn ich das Ganze am Dekarbonisierungspfad für die Nutzungsart Büro benchmarke, dann sehe ich, dass mein Asset hier im Jahre 2028 stranden würde. Das heißt, der Dekarbonisierungspfad, der im Prinzip diese Road to Net Zero aus dem Pariser Klimaabkommen beschreitet, der würde eben im Jahre 2028 überschritten werden. Ab dann laufe ich eben Gefahr als Eigentümer, dass der Wert meiner Immobilie signifikant sinkt und ich mich auch auf dem Kapitalmarkt deutlich schwerer tue, entsprechende Finanzierungen für mein Objekt zu bekommen. So, ich würde jetzt einfach hier mal annehmen, dass ich sage, ja, 2028 ist gar nicht so schlecht, habe ich ja noch ein paar Jahre Zeit. Aber ich bin maximal intrinsisch motiviert. Ich möchte jetzt was tun. Ich möchte herausfinden, wie ich das Objekt hier an der Stelle
verbessern kann mit Blick auf die energetische Sanierung und was mich das Ganze auch kostet. Und genau das machen wir. Das ist im Prinzip der zweite Schritt dieses Zyklus. Wir wollen jetzt Maßnahmen ableiten, wie ich die CO2-Performance meines Objektes verbessern kann. Und einfach nur mal, um Ihnen da noch ein bisschen auch Background zu geben, wir wollen im Prinzip in der LASCO hier darlegen, welche Maßnahmen möglich sind. Ja, Sie sehen ja schon, PV spielt eine relativ wichtige Rolle. Wir wollen aber auch darstellen, welche Maßnahmen den besten Kosten-Nutzen-Faktor haben. Weil wir haben auch nur ökonomisch begrenzte Ressourcen. Wir haben nicht unendlich Kapital. Wir wollen das Kapital richtig einsetzen. Und über LASCO ist es dann auch möglich, die Kosten pro eingesparter Tonne CO2 zu ermitteln. Und wir denken da in 5 Maßnahmenclustern, die habe ich auf der rechten Seite hier einmal nochmal zusammengefasst. Das sind Einsatz von erneuerbaren Energien, sprich eine PV-Anlage am Dach, die Vergrünung des Wärme- und Kälteerzeugers, die Vergrünung von Strom und auch die energetische Sanierung, sprich die Verbesserung der Dämmung und die Austausch von Fenster und last but not least auch die Verbesserung in der Energieeffizienz des Gebäudes. Und genau das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt quasi in das Objekt rein, das aktuell 2028 stranden würde, und wollen mal rausfinden, welche Maßnahmen eigentlich welchen Impact haben. Und das tue ich jetzt, indem ich auf den ESG Optimizer gehe. Das ist ein weiteres Modul, was wir in LASCO bereitstellen. Und ich klicke jetzt hier auch analog dazu wieder auf Maßnahmen hinzufügen. Und jetzt sehe ich genau diese Maßnahmen, die ich Ihnen einmal als Cluster schon mal dargelegt habe. Und wir identifizieren auch gleich mal so die Optimierungspotenziale und versuchen auf einer relativ einfachen Skala von hoch bis gering einmal darzulegen, welche Optimierungspotenziale überhaupt Sinn machen hier an der Stelle. Ja? Jetzt habe ich eine Gebäudehülle, die schon NF 2009 Standard hat. Das ist ohnehin schon gut. Deswegen sagen wir hier an der Stelle niedriges Optimierungspotenzial. Bei allen anderen Themen habe ich Optimierungspotenziale, die entsprechend hoch sind. Wenn ich jetzt beispielsweise ein denkmalgeschütztes Gebäude hätte, was per Definition keine PV-Anlage am Dach mal ermöglicht, dann würde hier eben auch dann das Optimierungspotenzial niedrig hinterlegt werden. Ich entscheide mich jetzt für den jetzt eingangs erwähnten Case. Ich möchte nämlich eine PV-Anlage aufs Dach packen. Klicke also hier auf erneuerbare Energien und dann bin ich in einer Maske, die ich zumindest mal ganz kurz erklären möchte. Das ist nicht ganz intuitiv. Ich habe hier die Möglichkeit, immer Hochrechnungen und auch eigene Daten zu hinterlegen. Wir bieten auf Basis von wenigen Datenpunkten die Möglichkeit an, dass man sich diese Potenziale hochrechnen lässt. Wir bieten aber auch die Möglichkeit, dass wenn ich als Asset Manager einfach viele, viele Datenpunkte habe und es in Anführungszeichen besser weiß, dass man diese Daten auch dann direkt in das Tool einpflegt. Und die Logik ist die folgende. Die hier schwarz hinterlegten Felder, die fülle ich aus und die hier grau hinterlegten Felder werden dann direkt unmittelbar berechnet. Und ich wähle mir jetzt hier an der Stelle die Photovoltaikanlage als Optimierungsmaßnahme aus und ich muss lediglich angeben, wie viele Stockwerke hat mein Haus und welche Art des Daches ist hier hinterlegt. Das heißt, hier entscheide ich mich jetzt für 4 Stockwerke und für ein Flachdach und daraus werden unmittelbar die weiteren unten stehenden Faktoren berechnet. Ja, das heißt, die Bruttodachfläche, nur mal so als Beispiel, die wird berechnet eben aus der Nutzungsart, aus der BGF, aus der Anzahl der Geschossflächen und eben auch aus der Dachart. Das sind die 4 Faktoren, die hier in diese Berechnung einfließen. Das sind insbesondere Themen, die wir vom BKI im Prinzip mit übernommen haben und die füllen eben die Felder, die hier unten stehen, nämlich Bruttodachfläche, Flächenauslastungspotenzial und eben auch dann weiter unten Themen wie Globalstrahlung am Standort. Hier nutzen wir den bundesweiten Standard und so weiter und so fort. Und wir haben auch Investitionskosten, die hier hinterlegt sind. Das sind tatsächlich Kosten aus dem Jahr 2021. Und hier nutzen wir sogenannte Kostenkurven, die verlaufen in der Regel degressiv, weil das erste Modul eines PV-Moduls typischerweise teurer ist als das 100. All das wird hier abgebildet und das wird hier bei uns automatisiert berechnet. Das heißt, die hier schwarz hinterlegten Datenpunkte brauche ich. Und jetzt klicke ich hier auf Hinzufügen und ich sehe hier schon den ersten Aha-Effekt. Ich sehe, mit der Maßnahme Photovoltaik würde ich jetzt hier an der Stelle mir, für die, die es nicht lesen können, steht hier unten in der Tabelle, 27.000 Kilogramm CO2 pro Jahr einsparen. Die Maßnahme würde mich, auch hier ganz klein, 87.000 Euro kosten einmalig und würde meinen Stranded Asset Zeitpunkt nochmal um weitere 3 Jahre nach vorne verschieben. Hier kriege ich schon eine erste Indikation über den Kosten-Nutzen-Faktor einer PV-Anlage. Das reicht mir jetzt aber noch nicht. Ich möchte nochmal schauen auch, weil ich habe eine Ölheizung und ich weiß, Öl hat sowieso eine bestimmte Haltwertszeit und die ist noch nicht ausgetauscht, die ist eh schon 22 Jahre alt. Da möchte ich einmal probieren, was da an Potenzial dahinter steht. Genau das tue ich jetzt auch und würde jetzt hier einmal die Maßnahme, dass ich statt der Ölheizung eine Wärmepumpe bei mir im Objekt nutze, hinterlegen. Hier habe ich ein hohes Optimierungspotenzial und die Logik ist wie vorhin eben auch, die schwarz hinterlegten Felder fülle ich aus. Ich entscheide mich auch hier für eine Hochrechnung und hier haben wir verschiedene Annahmen eben auch zur Wärmeversorgung, zur Heizlast und dann eben auch zur Energieaufwandszahl und auch zu den Kosten, die sich auf Basis der Heizlast hier ergeben. Die berechnen
wir im Hintergrund automatisiert, auch da eben wissenschaftlich, akademisch hinterlegt. Und mit Klick auf Hinzufügen sehe ich jetzt den Effekt der zweiten Maßnahme, nämlich wenn ich meine Ölheizung durch eine Wärmepumpe hier austausche, dann sehe ich, dass ich mir durch diese Maßnahme 140.000 Kilogramm CO2 pro Jahr einspare. Das Ganze würde mich als Investitionssumme mit 170.000 Euro dann auch befassen und mein mein Stranded Asset Zeitpunkt verschiebt sich um weitere 15 Jahre nach vorne. Das heißt, mein Asset als solches würde dann erst im Jahre, das muss ich selber immer hinschauen, 2046 stranden. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Da gibt es die wenigsten Objekte, können einen solchen Objekt Stranded Asset Zeitpunkt auch ausweisen. Und da sieht man eigentlich schon, mit diesen beiden Maßnahmen kriege ich in wenigen Klicks, mit wenigen Datenpunkten eigentlich schon eine grobe Indikation, welche Maßnahmen welchen Impact auch haben, kostenseitig wie CO2-seitig. Und das ist im Prinzip dann auch das Summary des Ganzen. Hier sehe ich auch nochmal einmal zusammengefasst, was mich die einzelnen Maßnahmen denn kosten würden, welchen CO2-Impact diese Maßnahmen hätten und welchen Kosten-Nutzen-Faktor, also eine simple Division aus Kosten und eingesparten CO2, sich dadurch ergeben würden. Und da würde ich jetzt zum Beispiel sehen, dass die Wärmepumpe einen, insbesondere mit Blick im Vergleich zur PV-Anlage, einen deutlich besseren Kosten-Nutzen-Faktor habe. Und wenn ich mich für eine dieser beiden Maßnahmen entscheiden möchte, dann würde ich mich jetzt hier für den Austausch der Ölheizung durch eine Wärmepumpe entscheiden. Und das ist jetzt eben eine klassische Weg zur Dekarbonisierung, wo ich mit wenigen Datenpunkten eine sehr, sehr gute Hochrechnung bekomme, die mir dann eben auch schon eine erste Indikation gibt, welche Punkte Sinn und welche Punkte weniger Sinn machen. Ganz kurz nur, was sind die weiteren Schritte dann? Jetzt habe ich entschieden, ich möchte eine Wärmepumpe im Prinzip installieren. Wir gehen dann im Prinzip wieder zurück in die DNA von Alasco und ermöglichen dann auch in Alasco die Abbildung der Maßnahme über das CapEx-Management, sprich die kaufmännische Budgetierung der Maßnahme, die Definition der Auftragnehmer dann auch in Alasco, die Hinterlegung der Auftragskonditionen und dann, wenn die Rechnungen des Auftragnehmers kommen, werden diese automatisiert in Alasco eingelesen. Sie können die Rechnungen entsprechend auch über einen individuellen Freigabeprozess auch über die verschiedenen Instanzen digital freigeben lassen, direkt im Prinzip dann auch an das FIBU-Tool übermitteln und am Ende des Tages habe ich ein integriertes Kostencontrolling mit einem Dashboard, was mir im Prinzip auf einem Soll-Ist-Vergleich zeigt, wie habe ich die entsprechenden Maßnahmen budgetiert und was ist am Ende des Tages auch bei rausgekommen. Und das ist eben der Kreislauf. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal gezeigt, aber der gilt es aus unserer Sicht zu durchlaufen, um eben ein ganzheitliches ESG-Management auch zu ermöglichen, um eben auch Ökologie und Ökonomie zusammenzubringen. Und neben einer guten Produktvision und neben einem guten Produkt braucht man aber auch natürlich ein Team, das entsprechende Entwicklungspower hat. Und das bieten auch wir bei Alasco. Wir haben mittlerweile über 250 Kunden, viele sitzen auch hier, das freut uns natürlich sehr. Wir sind mittlerweile auch stark angewachsen, ja, sind mit über 150 Mitarbeiterinnen, nicht mehr nur noch in München, sondern mittlerweile auch in London. Auch da wachsen wir sehr stark. Wir haben den Bereich ESG mittlerweile auch stark aufgesetzt mit über 20 Experten und Expertinnen im Bereich, insbesondere Research. Das ist tatsächlich was uns besonders umtreibt, um eben gute Produkte auch zu recherchieren, aber auch natürlich im Bereich Engineering, Produktmanagement und Innovation Consultant. Und das können wir, weil wir einfach gut gebackupt sind von starken Investoren, nämlich zum einen von Inside Partners aus New York, eigentlich dem Software-Investor überhaupt in der globalen Software-as-a-Service-Welt und eben auch mit Lightrock, einem ESG-Impact-Fonds, der uns natürlich insbesondere mit Blick auf ESG und dem absoluten Fokus auf dem Investment in nachhaltige Geschäftsmodelle hier maßgeblich unterstützt. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen jetzt noch ein exklusives Angebot unterbreiten, wenn Sie sagen, hey, das ist total spannend für mich, würde ich gerne auch mal für mein Immobilienportfolio checken, was dahinter steht, möchte auch hier zum Frontrunner werden, dann dürfen Sie jetzt einmal Ihr E-Mail-Postfach checken, ja, weil wir Ihnen nämlich die Möglichkeit bieten möchten, dass Sie einen persönlichen Austauschtermin vereinbaren. Wir haben den Calendly-Link hinterlegt für die, die dem QR-Code eher zugeneigt sind. Da dürfen Sie auch gerne einmal den QR-Code hier scannen. Da gerne einfach eintragen, Termin ausmachen. Das geht ganz fix. Mein Terminkalender ist freigeschaltet, die meiner Kollegen auch. Machen Sie da gerne Ihren persönlichen Austauschtermin. Lassen Sie uns sprechen. Würde mich sehr, sehr freuen, Sie an der Stelle hier einmal auch dann persönlich im 1:1 auch gerne kennenzulernen. Und mit diesen Worten sage ich vielen lieben Dank. Und das ist die Gleichung der Zukunft für ein erfolgreiches Immobilienmanagement. Das integrierte Management von ESG und Finanzdaten. Lassen Sie uns gemeinsam angehen. Und mit diesen Worten sage ich vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Bene. Wir lassen dich aber auch nicht gehen, bevor du uns noch sagst, was so für dich die größten Insights, Aha- und No-Momente der letzten ein, zwei Jahre waren und was dich motiviert, bei ESG weiter so Gas zu geben. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach, also so blöd es klingt, Martin Berger hat mal gesagt, machen es, wie wir wollen, nur geiler. Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, man muss einfach mal anfangen. Ich glaube, als ich mich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt habe, war das erstmal so ein Thema, was ich sortieren musste. Und es hat noch keinen klaren Framework gegeben, den es zu füllen gilt. Und ich glaube, dass wir natürlich als Produkt damit auch maßgeblich dazu beitragen können, dass diese Welt einfacher nutzbar wird. Das heißt, dass wir ein Produkt haben, was es einfach macht, sich mit dieser Blackbox ESG, auf die es manchmal einfach noch ist, auch zu befassen. Und ich glaube, einfach da mal zu beginnen und mit wenigen Datenpunkten zu sehen, wo stehe ich eigentlich, gibt mir eine maßgebliche Indikation, wo meine Ampel steht. Ist die auf grün, ist die auf rot, ist die auf gelb? Und das auf Objektebene wie auf Portfolioebene und einfach mal damit zu beginnen, ist A, spannend und macht B auch irgendwann Spaß. Super. Und Bene ist wirklich extrem engagiert. Also er hat für den heutigen Tag seinen Urlaub unterbrochen, weil wir die Termine etwas kollidiert haben. Also das ist nämlich Einsatz. Vielen Dank, Bene. Vielen Dank.